Hallöchen und willkommen bei Minecraft mit eurem Professor Hastig. Ja, ich stehe hier oben bei meiner Burg. Die Mauer, wie gesagt, werde ich einfach mal ohne Aufnahme weiterbauen. Und ich bin gerade am Überlegen, wo das Tor hier hinkommt. Das soll jetzt nicht so sehr riesig werden. Ich habe auch schon eine gewisse Vorstellung, ob das natürlich umsetzbar ist, weiß ich nicht. Ich habe hier die Mauer 4 breit gemacht praktisch, also dass man oben auf dem Gang 4 Blöcke Platz hat. Ich finde das eigentlich okay, weil ja, so rennt man sich doch nicht so einfach über den Haufen und man kann da das eine oder andere Gerät vielleicht noch mit hinstellen. Hier hatte ich das mit 3 vorgegeben, das heißt für mich, ich werde das auf jeden Fall noch erweitern. Und ja, jetzt habe ich mal so abgezählt, hier 5 Blöcke ungefähr neben der Treppe Platz lassen. Und dann werde ich auch noch eins abändern, und zwar habe ich Holzblöcke da oben genommen, und da werde ich aber nur Holzstufen benutzen in Zukunft. Das heißt, ich werde das hier auch auf jeden Fall noch abändern. Ich habe hier schon angefangen, aber jetzt beginnt meine Aufnahme und werde das halt ohne Aufnahme dann mal weiterbauen. Jetzt möchte ich eigentlich hier so den Gang weiterziehen. So als, ja, dann können die hier noch oben weiterlaufen. Und das werde ich mir auch gleich nochmal von unten angucken, ob ich das hier vielleicht noch ein Stückchen höher bauen sollte oder nicht. Jetzt kriege ich hier gerade irgendwelche Nachrichten auf meinem Handy, was ich ja überhaupt nicht leiden kann. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt es gehört. Dass die Leute mir auch noch mitten in der Nacht schreiben. Naja, was soll's. Huch. Nicht runterfallen, bitte. Ja, also die sollen hier oben halt noch weiter langlaufen können. Und ich habe auch überlegt, ob ich hier vielleicht irgendwie so eine Art Stufen noch reinmache, dass es von unten so ein bisschen wie ein Gewölbe aussieht, aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Das muss ich weghauen. Und ich werde erstmal, ja, ich denke auf dieser Seite hier die Mauer weiterziehen. Von der anderen Seite können wir uns das, denke ich, doch nicht so gut betrachten. Von daher, ach, ja, bin ein bisschen deppert, aber egal. Ich lasse das jetzt erstmal so. Hätte es ja gleich richtig bauen können, aber egal. Das kann ich ja jederzeit wieder abändern. Ist ja kein Ding. So, dann hätten wir hier praktisch unseren Eingangsbereich. Ja, ich kann den ja hier unten auch noch auswölben. Und oben vielleicht auch noch. Das müsste ich mir nur mal überlegen. Wie ist es? Es ist eigentlich sehr breit. Könnte auch noch links und rechts einen kleinen Wachturm hinbauen. Das ist übrigens die Idee. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. Ja, jetzt ruppe ich das da oben wieder ab und besser das mal aus. Das geht ja gar nicht so. Also ein bisschen mit Aufnahme baue ich natürlich, ist klar. Das hatte ich euch auch, glaube ich, gesagt. Gerade wenn es dann um solche Sachen geht wie, wie baue ich das? Was habe ich vor? Und ja, ihr könnt dann auch eure Vorschläge mit einbringen. Ach, ich ziehe erstmal noch das Holz weiter lang. Ja, so natürlich nicht. Ich muss auch sagen, der Server leckt heute extrem. Wir hatten das auch, ich war vorhin auf meinem Ü20-Server, da hat es auch sehr geleckt. Also es war heute extrem schlimm. Also wenn ich hier ab und zu mal hängen sollte, dann liegt es sehr höchstwahrscheinlich an den Nitrado-Servern, wie es ja ziemlich oft der Fall ist. Das eine Wochenende hatten wir das extrem schlimm. Aber okay, kann man nichts ändern, muss man so hinnehmen.
So, dann bauen wir das hier noch mal schnell fertig. So. Ja, vorhin war ich, wie gesagt, auf meinem Ü20-Server, war mal wieder ganz lustig. Im Moment ist leider nicht so sehr viel los, weil ja, die Arbeit ruft. Urlaub ist für einige. So, das kann ich ja von unten auch dann weiter abreißen. Lege ich ja erstmal das. Ja. Och, Leute. So. Und hier muss ich natürlich auch noch verbreitern, ist klar. Keinen Fehler mache. Sondern würde es hier eh um die Ecke gehen, dann muss das hier auch alles weg. Ja, immer wieder was zum Abreißen. Man sollte doch vorher wirklich sich Gedanken machen. Aber ich habe halt die Mauer nur zu Anschauungszwecken hierher gebaut. Und ja, deswegen war die auch nur drei breit. Und habe dann halt da hinten angefangen, die nochmal richtig zu bauen. Ja gut, das können wir ja noch. Ja, wenn der Server so leckt, kann man sowieso nichts vernünftig bauen, dann sollte man vielleicht ein bisschen langsamer machen, weil dann braucht man nicht so viel wieder abreißen. Gut, den Rest baue ich natürlich ohne euch weiter. Das braucht ihr euch nicht noch antun. Könnte ich ja hier jetzt auch schon mal wieder was weiter langziehen. Ja, so nicht. Ist immer, wenn man sich beeilen will, dann jetzt hoffe ich, dass das da hinten auch passt. Und ich sehe, es wird gleich wieder dunkel. Aber ich habe ein Bett mitgenommen, damit ich hier nicht. Ah, das passt sogar, das ist gut. Damit ich hier nicht immer hoch und runter latschen muss. Ja, aber die Sonne steht, glaube ich, noch. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. So, dann können wir hier schon mal drauf langlaufen. Das ist ganz gut. Ja, es ist eigentlich sehr breit, ne? Vier breit ist schon sehr arg, aber ja. Wenn die hier stehen, die Soldaten, dann da hinten noch welche langrennen, dann kann man das so lassen durchaus. Es sieht eigentlich richtig klasse aus da hinten mit der Sonne, mit dem Sonnenuntergang. Gefällt mir richtig gut. Hat was. Ja, ich würde das Tor eventuell ganz gerne auch aus Holz machen. Und dann natürlich noch ein Gitter irgendwie einarbeiten. Wo waren jetzt mein. Jetzt finde ich meinen Abgang nicht mehr hier. Ist natürlich blöd. Aber hier ist einer, das weiß ich. Das werde ich jetzt einfach mal. Ja. Ich treffe das nie. Es ist echt, geht gar nicht. Ja, super. Hast du toll gemacht. Ja, egal. Dann nehme ich mir mal ein bisschen Dreck zu Hilfe und steck mich hier mal so ein bisschen hoch. Und dann gucke ich mal, ob ich überhaupt noch genügend Steine dabei habe. Ah ja, habe ich noch.
Dann weiß ich nämlich, wo das Tor hin soll. Ja, und ich bin echt geneigt, das höher zu setzen. Und zwar stufenartig. Jetzt bin ich auch echt am Überlegen, ob ich da vielleicht sogar einen Turm drüber baue, einfach über dem Eingang. So als Wachturm, und dann könnten die Soldaten halt durch den Turm durchgehen. Da könnte ich ja dann Türen reinmachen. Ja, das wäre vielleicht nicht doof. Und hier könnte ich es ja dann halt ein bisschen abrunden. Dann noch mit Stufen halt arbeiten. Oder Treppen. Das haben wir falsch. So müsste es jetzt eigentlich passen. Ja, es sieht arg breit aus. Es ist viel zu breit für die Höhe. Muss ich jetzt sagen, das gefällt mir nicht. Die Tore ja auch nicht so riesig waren. Ich kann ja mal Stufen dran setzen und mal gucken, wie es dann aussieht. Na, ja, haben wir geschafft. Sehr schön. Ja, das sieht Mist aus. Nee, das können wir so nicht lassen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das wird wieder umgebaut. Das lasse ich so nicht. Das ist hässlich. Grottenhässlich. Das lassen wir nicht nehmen. Nee, 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 nee. Also auf jeden Fall muss es schmaler und ich würde es auch höher bauen. Ich könnte ja mal austesten, wie es aussieht, wenn ich hier die beiden noch hier einen runterziehe. Ob es besser wirkt, wenn es schmaler ist. Und das gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht mit diesem Treppenmuster hier drin. Vielleicht nehme ich da irgendwelche anderen Blöcke noch. Ja, den sollte ich auch mal abbauen. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ja, sieht schon besser aus, aber mit den Stufen da, mit den die verkehrt rum sind, das gefällt mir auch noch nicht. Sehen schon ein bisschen komisch aus. Für manche Sachen sind sie sehr schön, aber für manche Sachen sehen sie halt blöd aus. Es ist mir zu rund irgendwie.
Ja, da muss ich gucken. Wüsste jetzt auch nicht, was ich da sonst nehmen kann. Holz möchte ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich aber mit so Bruchsteinstufen noch arbeiten. Ich weiß im Moment selbst nicht, was ich mache. Hallo? Ach, das geht da jetzt nicht dran. Okay. Alles klar. Ja, das hat ja auch was, wenn da so eine Schlitze drin sind. Ja, da muss ich mir mal was echt überlegen. Das geht gar nicht. Das gefällt mir nicht. Das hauen wir wieder ab. Vielleicht sollte man das auch wirklich nur so gerade lassen. Zu breit und zu flach, definitiv. Also das heißt, ich muss da noch was ausbauen. Gehen wir also wieder hier hoch. Ist natürlich sauschlau. Ich habe das sauschlau gemacht. Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wo mein Tor ist. Hier ist es. Boah, habt ihr das gesehen, wie ich hänge? Das geht gar nicht. So. Wieder nur ein Auf- und Abbauen hier. Da ist es und hier. Ich hoffe, das ist korrekt. Sollte ich vielleicht auch nicht einfach so blockweise hoch führen. Müsste auch vielleicht einfach mal das Holz hier auch wegkloppen. Das irritiert ja dann. Das können wir später noch verbinden, wenn wir das Tor fertig haben. Ich springe jetzt einfach hier runter. Das ist mir jetzt wurscht. Wird schon nicht so dolle wehtun. Nee, ein halbes Herz, das geht. Ja, ich denke, das ist besser. Das könnte ich auch wieder ab. Das kann ich auch dran lassen. Ist egal. Ja. Ich baue das mal ja, fertig. Nicht unbedingt, aber so wie ich die Idee habe, und dann können wir uns das nochmal zusammen anschauen beim nächsten Mal. Und auf jeden Fall werde ich die Mauer hier weiterziehen. Aber ich sage gute Nacht, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Euer Professor Hastig. Gute Nacht.